Negatives über die DVAG, Negatives über die deutsche Vermögensberatung. Ich möchte dich in diesem Video aufklären, wie ich die ganze Lage bei der DVAG sehe und meine persönliche Meinung dazu. Schön, dass du da bist. Hallo, ich bin der Willi und ja, ich habe im Strukturvertrieb im 7. Monat 210.000 Monatsumsatz gemacht, nur mit Facebook. Und ja, unterhalb von diesem Video findest du Zugang zu meinem Gratiskurs 110 Partner in 30 Tagen. Ja, das Thema ist Negatives über die DVAG. Lass uns gleich starten mit Punkt Nummer 1. Ich muss sagen, ich sitze da und ich habe jetzt gerade die Zahlen gesehen, wie viele Menschen in Google eingeben Negatives über DVAG. Meiner Meinung nach sind das viel zu viele Menschen und ich frage mich, warum suchen so viele Menschen immer nach den Themen Negatives, Kritik, negative Erfahrung, schlechte Erfahrung etc. Und es zeigt einfach auch ein bisschen, ich sag mal, die Schwäche der Menschen. Wir reagieren viel leichter auf Negatives, auf diese Kritik und lassen uns dazu treiben, dass wir diese Kritik gerade auch über Social Media noch weitergeben. Wir fühlen uns dann noch ein Stück besser, wenn es dem anderen schlechter geht. Wir versuchen gar nicht mehr die Fakten zu sehen und wir nehmen einfach dieses Bild auf und fühlen uns vielleicht doch ein Stück gut. Warum ich das sage? Weil ich das selbst erlebt habe. Immer dann, wenn es mir schlecht ging, immer dann, wenn ich körperlich und geistig nicht ganz im Saft war, sozusagen, sagen wir in Österreich, dann habe ich auch sehr, sehr stark auf das reagiert. Und ich möchte gern auch, dass wir uns bewusst sind, wenn wir jetzt zum Beispiel auch wieder suchen, Negatives über DVAG, wie geht es mir gerade persönlich? Ja, wenn du das jetzt eingegeben hast, wie geht es dir gerade persönlich? Hast du Druck und liegt es wirklich an der DVAG? Ich glaube nicht. Ich glaube, vielleicht fühlst du dich gerade nicht so gut. Punkt 2 zum Thema Negatives über die DVAG. Grundsätzlich, es gibt immer verschiedene Ansichten und bei jeder Firma, bei jedem Projekt, bei jeder Person, bei jeder Persönlichkeit gibt es Dinge, die die einen positiv sehen und die anderen negativ. Ich glaube, das ist völlig normal und das ist auch das Schöne, es sind verschiedene Meinungen zugelassen, jeder hat seine Meinung. Aber eines fällt mir schon auf, muss ich sagen, egal welche Firma, egal ob DVAG oder andere Strukturvertriebsfirmen oder überhaupt andere Menschen, das Negative überwiegt so stark und ich würde gerne hier einen Stopp machen und sagen, lasst uns das stoppen, lasst uns doch auch die ganzen positiven Sachen erzählen, weil es so viel Positives gibt. Der dritte Punkt zum Thema Negatives über die DVAG ist, mein Freund, also Freund ist jetzt übertrieben, mein Bekannter, der schon jahrelang bei der DVAG ist. Ich selbst war nie Vermögensberater bei der DVAG. Ich bin es auch nicht, ich werde es auch nicht sein. Ich bin neutraler Trainer und ich zeige eben Menschen im Strukturvertrieb, wie sie eben diesen aufbauen, nur mit Facebook. Und ich kann mich erinnern, vor einigen Jahren war er schon, ich glaube, Direktionsleiter oder so heißt das bei der DVAG. Und mir ist eines aufgefallen, er ist komisch. Irgendwie, weil ich war gewohnt ein bisschen, wie soll ich sagen, im Finanzbereich, dass man mir sehr proaktiv Dinge empfohlen hat, sagen wir es mal so. Und er war eigentlich sehr zurückhaltend und ich musste eigentlich immer den ersten Schritt gehen, damit ich da auch was erfahre. Und immer wieder hat er erzählt, ich bin jetzt am Wochenende weg, ich bin am Wochenende dort, ich bin da. Und ich dachte, er will Tennis spielen, aber er war auf sehr, sehr vielen Ausbildungen. Ich glaube, er hat in den ersten Jahren zig Ausbildungen gemacht und für mich war das irgendwie so ein Prädikat, Gütesiegel, muss ich fast sagen, weil wer investiert, und am Anfang hat er das nebenbei gemacht, so stark in die Ausbildung. Und er hat mir immer wieder erzählt, er bekommt so viel Hilfen etc. Also ich will dir einfach auch ein Bild geben, was dahinter steckt. Und dass ich kann dir eines sagen, jeder Mensch macht Fehler, jeder Mensch hat auch Dinge, die nicht so gut laufen, das ist so. Und lass uns doch über die positiven Dinge sprechen. Wenn du jetzt etwas Positives hören willst, wenn du bei der DVAG weiterkommen willst oder im Strukturvertrieb, dann lade ich dich ein, den nächsten Schritt zu gehen und dir den Zugang zu meinem Gratiskurs zu holen. Unterhalb von diesem Video findest du ihn, er nennt sich 110 Vertriebspartner in 30 Tagen und lass uns das Positive über das Negative stellen, nicht nur bei der DVAG, sondern insgesamt im Leben. Das ist mein Wunsch und ich hoffe, wir können das gemeinsam erreichen. Rock it! Bye bye! Ciao!